Meine sehr verehrten Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Jungschützen, verehrte Ehrengäste, verehrter Herr Weihbischof, verehrter Herr Oberbürgermeister, verehrter Hochmeister Prinz zu Salm-Salm, lieber Diözesan Jungschützenmeister Franz Josef Wellmanns. 50 Jahre BDSJ. 1963 hatten die Altschützen, die Schützen, die diese Gemeinschaft aus Jahrhunderten raus prägten, die Vision, die Zukunft zu gestalten. Und es bedeutete für sie, jungen Menschen, Jugendlichen von damals Perspektive in die Zukunft auf heute zu geben. 50 Jahre, die ganz intensiv im Leitbild einer christlichen Jugendgemeinschaft gegründet wurde, die sich in einem christlichen Leitbild von Jugendarbeit wiederfindet. Und Herr Weihbischof, ich finde es ganz toll, dass Sie dieser Arbeit, dieser Jugendarbeit hier im Bistum Trier von Seiten der Münsterer Bistumsleitung ihre Aufmachung geben, dass Sie diese Jugendarbeit so unterstützen mit Ihrer Anwesenheit, aber auch mit Ihrer toll gehaltenen Predigt heute Abend. Sie drückt aus, wir sind ein Teil dieser Gemeinschaft Kirche und dafür sind wir als Jugendliche, als Schützen auch sehr stolz. Der erste Diözesan-Jungschützenmeister dieser Diözese, Helmut Heinrichs, hatte mit seinen Mitstreitern ein Ziel vor Augen. Ein Ziel, das wir heute als Schützen auch haben, nämlich Jugendarbeit im Sinne von christlicher Gemeinschaft zu gestalten. Und wenn wir in die Zukunft blicken, ist es wichtig, der demografische Wandel wird uns zeigen, wir werden in der Schar der Gemeinschaft nicht größer. Aber die Qualität unserer Arbeit wird besser. Und als ich die tolle Chronik die Tage gelesen oder durchgeblättert habe, ist mir ein Satz aufgefallen. Zu Beginn dieser Gründung sagten die Gründungsväter, naja, uns nimmt man noch nicht so ganz wahr. Uns fehlen die Lobbyisten. Und ich muss heute sagen, die Lobbyisten sind da. Es sind viele, die diesen BDSJ im Diözesanverband Münster wahrnehmen und ernst nehmen. Das zeigte auch die 72-Stunden-Aktion am vergangenen Wochenende. Und diese Leistung ist euer Verdienst, ist Verdienst der vielen ehrenamtlichen Jungschützenmeister und Jugendleiter der Diözesanebene, die diesen Verband gestaltet haben, die ihm als Schützenjugend ein Gesicht verliehen haben. Ein Gesicht, wo auch Kirche stolz sein kann drauf. Ich danke allen, die diesen BDSJ in den letzten 50 Jahren mitgeprägt haben. Ganz besonders, Franz Josef, dir und deinem Vorstand, der in den letzten Jahren in vielfältiger Weise auch die Bereitschaft gezeigt hat, mit dem Bundesverband, mit dem Bundes-BDSJ, der ebenfalls dieses Jahr 50 Jahre alt wird, diese Gemeinschaft zu gestalten. Euch allen ein vergelt's Gott. Und unterstützt diese Jugendarbeit weiter. Sie hat Zukunft, weiterzuleben und sie gibt soziales Engagement frei, was unsere Gesellschaft braucht. Ich wünsche euch ein schönes Jubiläumswochenende, wunderschöne Diözesan-Jungschützentage mit der Austragung der Prinzenschießen, ein erlebnisreiches Wochenende und ich sage alles Gute für die Zukunft, für die nächsten 50 Jahre. Hier im BDSJ Münster, vielen Dank für euren Einsatz. Lieber Franz Josef, ich habe dir noch eine Kleinigkeit mitgebracht, wenn ich dich bitten darf. Ich darf dir auch im Zuge unseres gemeinsamen Jubiläums 50 Jahre Bund der St. Sebastianus Schützenjugend das Fahnenbanner für eure Diözesanstandarte verleihen und dir alles Gute wünschen. Vielen Dank. Dankeschön, Mario. Und meine Herren Landesbezirksjungschützenmeister, zur Standarte haben wir schon ein Fahnenband. Ja, warum ich es so sage, wir haben zurzeit gar keine Standarte und es ist im Vorstand zurzeit Diskussion, ob wir eine Standarte anschaffen
Und wir schauen mal.